So, Hallihallo. Ja, eine neue Runde City Skylines ist ja schon was her seit dem letzten Mal. Das letzte Mal war der 18.04. Seitdem habe ich auch nicht weitergespielt. Was ich allerdings gemacht habe, ist hier ein bisschen die Technik umgestellt. Mein Audiosignal sollte jetzt besser sein. Ich hoffe, man hört mich. Ja, laut Pegel sieht das gut aus. Die Musik fehlt noch. Einen Moment. Sehr schön. Draußen klopft die Katze an die Tür. Wunderbar, fängt ja toll an. Zum Spiel selber. Ich habe hier, da können wir einmal kurz reingucken, bevor es weitergeht. Ah, ich habe hier ein paar neue Objekte hinzugefügt. Die meisten davon sind growable, heißt, entstehen in normalen Zonen und müssen nicht unique gesetzt werden. Und Mods habe ich auch noch ein paar. Der Sunshafts, das war der, den hatte ich auch schon in der letzten Aufnahme. Der war dafür da, dass die Sonnenstrahlen etwas schöner aussehen. Ground Level Camera ist für die First-Person-Perspektive. Transport Line Color Mod. Der sorgt dafür, dass die Transportlinien, also sprich die Buslinien und U-Bahn-Linien etc., zufällige Farben bekommen. Das kann man auch im Spiel machen, muss aber alles händisch dann eingeben, weil von Anfang an sind die Farben immer dieses helle Blau. So, und das hier ist die Twitch-Chirper-Chat, meine Güte. Und zwar sollte der Vogel jetzt mit meinem Twitch-Chat verbunden sein. Und immer wenn dort jemand etwas schreibt, sollte das auch vom Vogel getweetet werden. Zusätzlich bekommt dann auch jeder Chatter einen Citizen in der Stadt, den man anklicken, verfolgen kann, etc. Weiterhin, ja, ich habe ja ein bisschen an der Beleuchtung gearbeitet, also es kann sein, dass der Greenscreen Probleme macht. Ich war eigentlich die ganze letzte Woche nur damit beschäftigt, irgendwie die Einstellungen zu testen, zu probieren, etc. Gucken. Wenn es mit dem Licht nicht hinhaut, dann werde ich wahrscheinlich den Greenscreen ausmachen, die Kamera auf Schwarz-Weiß setzen oder so, weil so einen grünen Hintergrund will ja auch keiner sehen. Okay, schauen wir doch einfach mal rein. Spiel laden, Stream City war das und los geht's. Ich weiß noch, dass wir beim letzten Mal Probleme mit dem Verkehr an einer Stelle hatten. Aber ob ich mir das jetzt angucke, weiß ich noch nicht. Weil ich habe da eigentlich was im Kopf, was ich gerne bauen würde. Laden, laden. Laden und zack. Oh, die war ja schon recht groß, die Stadt. Ach, hier oben haben wir auch schon was versucht, neu zu bauen. Beng. Ach, ich erwähne es gerne nochmal. Die Stadt hat noch ihren ursprünglichen Namen Springwood und ich habe auch noch keine Stadtviertel oder ähnliches gemacht. Was? Huch! Na wunderbar, das fängt ja super an hier. Ist das eigentlich normal, der Pegel? Ein Pegel gut. Moment, ich muss einmal kurz das ausprobieren. So. Irgendwie war mein OBS-Pegel verstellt. Der sollte eigentlich auf volle Lautstärke sein, war er jetzt nicht. Naja, aber eigentlich, es geht eh alles jetzt durch einen Kompressor und so. Ich hoffe, es hat keinen Unterschied gemacht. Okay, herzlichen Glückwunsch. Kleine Stadt, Bahnhof, jawohl, Güterbahnhof, Wasserkraftwerk, sehr schön. Das ist echt sehr schön. Kurz. Ich mache dann auch immer das Mikrofon aus. Wo war ich? Genau, Springwood heißt die Stadt. Keine Stadtviertel. Das hat den Grund, dass ich eigentlich möchte, dass im Laufe der Zeit die Stadtviertel nach Zuschauern benannt werden. Oder von Zuschauern selber benannt werden. So, hier geht schon wieder alles kaputt. Warum? Warum geht hier alles kaputt? Warum ist das so?
warum hauen die alle ab? Haben die keine Arbeiter? Hier fehlen Kunden. Die Katze klopft da hinten an die Tür. Wenn es noch weiter so geht, muss ich sie reinlassen. Ich weiß nicht, wer das kennt, so eine nervige Katze ist. Naja, nervig eben. So. Ach genau, Kunden. Ne? Hier fehlen die Kunden. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ah, aber wir hatten doch hier irgendwo eine Uni hingebaut. War das die? Jawohl, Universität. Da ist auch gut was los. Bildung. Oh, die Grundschule ist total überlaufen. Okay, erste Anzahlung für heute wird sein, eine Grundschule zu bauen. Aber wohin? Die hier haben nichts, ne? Die haben nichts. Da ist belegt. Da ist die Uni. Ich will jetzt auch nicht die Grundschule an die Uni bauen. Wieso kriegen denn dann nur... Wieso kriegen nur die? Also eigentlich müssten wir die hier schon richtig in die Mitte klatschen. Ich baue die mal hier hin. Bams. Was ist denn? Was ist das hier? Wo ist denn die Grundschule hin? Das hier die Grundschule? Ne, das ist nicht die Grundschule. Ich will jetzt mal hier hin. Information, ja. Wo ist denn hier die Grundschule? Ey. Grundschule müsste. Ist die weiter hier? Die sieht so anders aus von oben. Das ist dieses Eck. Das hier müsste die Grundschule. Das ist die Grundschule. Das hier ist die Grundschule. Okay, Grundschule verfügbar, 900. Oh weia, oh weia. Oh weia. Eigentlich bräuchten wir noch eine Grundschule. Noch eine Grundschule, und zwar... Komm, ich reiß das erstmal die kaputten Dinger hier weg. Und mach das hier mal weg, so... Noch was kaputt? Natürlich. Also die Grundschule ist echt total überlaufen. Ich könnte da hinten noch hier so eine hinpatschen. Grundschule, Grundschule. Ich verstehe, wieso hat die so ein kurzes Einzugsgebiet? Das verstehe ich nicht. Oder hier. Das ist eigentlich schon fast lieber hier in der Gegend. Hier ist... So kann ich denn da nichts bauen? Was ist denn da? Ach, ein Park. Platz mit Bäumen. Platz mit Picknicktischen. Sieht das nicht doof aus, wenn hier so... Hm? Bisschen, ne? Bisschen doof nur. Damit kann ich leben. So, dann kommt jetzt hier noch eine Grundschule neben diesem Park. Bams. Und? Kapazität? Gelb.
Gelb sollte aber erstmal reichen. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Was brauchen die denn? Die brauchen hochgebildet. Da muss die Uni mal langsam hier in die Pötte kommen. Also Uni hat aber noch massig Platz. Ach, was ist denn hiermit? Genau, die Gebäude leert sich. Und die 100% voll. Dann lernen wir die auch mal. Ich habe halt irgendwie einen Frosch im Hals. Froschen. Gut, da brennt's, aber das sollte kein Problem sein. Ja, hier hinten, das wird uns jetzt nach und nach sowieso immer mehr kaputt gehen. Beziehungsweise immer mal wieder dazwischen drin. Gut. Was sagt denn die Weltkarte? Kann man eigentlich irgendwo sehen, wie viel Ja, ich bin da dabei. Kann man hier irgendwo sehen, wie viel Flächen man jetzt insgesamt schon kaufen könnte? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das war das. Wie viel brauchen wir fürs Nächste? Guck mal, haben wir ja auch schon fast. Ah, die Wasseraufbereitungsanlage. Sehr gut. Die wäre natürlich auch was. Ja. Also ich hätte gerne eine Fläche mit sehr viel Land. Sehr viel Land. Was will der Vogel? Sehr viel Land, sehr viel Land. Ist eigentlich jetzt gerade nur die. Aber die könnten wir uns eigentlich eh holen. Oder die. Also für das, was ich gerne mal ausprobieren würde, bräuchte ich echt viel Land. Eigentlich noch sogar besser. Wieso kann ich eigentlich nicht... Ich würde gerne mal da hinten weiter hingucken, so. Ja, wenn wir in die Richtung gehen, das wäre schon... Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ist da was? Ich mache es einfach mal. Das hier. Das ist auch irgendwie lustig. Für so ein Gebäude zahlt man hier 15.000 und so ein komplettes Stück Land kostet 5.400. Ich nehme die auf jeden Fall. Genau, und das habe ich nämlich gehofft. Jetzt können wir nämlich hier weitergehen in die Richtung. Und das wäre mir eigentlich auch ganz lieb. Kurz Signal checken. Sieht gut aus. Die Musik könnte was lauter sein, oder? Also ich höre ja von der Musik eigentlich gerade fast gar nichts. Soll ich die lauter machen? Pass auf, ich versuche mal die Musiken... Oder? Also ich höre die nicht. Moment. Musik. Musik 0,5. Ah, falscher Knopf. Aber ich habe jetzt natürlich auch nicht im Vergleich die Sprache. Also dem Pegel nach. Also ich bitte das zu entschuldigen jetzt, aber
Wie gesagt, hier ist noch einiges mit der Technikumstellung. Ich habe zwar ein paar Testaufnahmen gemacht. Finde die trotzdem ein bisschen leise, obwohl ich eigentlich in der FUBA vorher die gleichen Absenkung gemacht habe. Weißt du was? Ich probiere das mal. Ich gebe jetzt mal 2 Dezibel drauf. So. Entschuldigung. Aber das muss man ja manchmal auch mal ein bisschen testen.